Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück in Eranchar. Wir sind gerade eben jetzt hier im Krieg mit zwei kleineren Mächten, die wir parallel zueinander abfrühstücken. Zumindest versuchen wir das gerade eben und es scheint relativ gut zu laufen. Unter anderem so... Oh Gott, was war denn das jetzt hier? Wir haben diverse Ansprüche gerade eben auf Provinzen verloren. Sag mal, wie viele sind denn das? Mal Pause. Ich habe ja immer noch Pause. Ja, ich verliere mal kurz mal lieber Admin-Macht. Oh Gott, wie viel waren denn das? Friedensangebot von Tscherkesien. Tscherkesien ist bereit, Einsicht zu zeigen. Nee, ich werde sie erstmal komplett jetzt hier nochmal übernehmen. Aber warum kann ich jetzt hier nicht durch? Ach, das ist die Krim. Ah. Oh. Lasst mich mal bitte durch, Freunde. Wenn nicht, gnade euch Gott. So. Manchmal muss man einfach eine Ansage machen, ne? So, wunderbar. Daib, Simaraj und das gondwanische Volk. Diplomatische Reputationsfuzzi, nee, ich mach das so. Ich hole mir lieber die lokalen Boni an dieser Stelle. Und, oh, jetzt sind wir bei der Militech voll geworden. Wir sind bei der Militech voll, Leute. Und wir verschwenden gerade eben wertvollste Punkte. Jetzt gucke ich mal gerade eben. Ah, hier 24, komm. Jetzt dürften wir es einigermaßen wieder ausgeglichen haben. Du marschierst jetzt hier noch auf die Krim da drauf. Und du auf, und da, du noch hier hin. Also wir haben ja eine bedingungslose Kapitulation von denen jetzt hier. Ich schaue natürlich, was ich brauche, ne? Aber ich bin auch bereit, alles zu nehmen, wenn es mir hilft. Also gut. Nee, das ist ja immer noch Epirus. Das hilft mir nicht. Wo war denn das? Okay, das ist interessant. Das zählt hier nicht zu diesem Land dazu. Doch, das zählt auch dazu. Also, ich kann es mir auch alleine aus dem Grund hier natürlich schnabulieren. Ich habe das hier immer noch nicht hinbekommen. Wo war denn das jetzt hier? Beziehungen zu China? Nee, das wird noch dauern. Oh Gott, wo warten diese Queste? Die Gilmanen haben wir immer noch nicht, wie gesagt. Ich habe das doch vorhin mal gesehen. Wo war denn das? Das ist, wie gesagt, Ägypten. Dass ich hier noch irgendetwas brauchte. Ich hab's doch gesehen. Oder habe ich mich vertan? Das haben wir schon. Oder war es das hier? Ja, das ist das hier. Ja, ich hole mir einfach jetzt hier dieses Gedöns und dann... Ich hole mir einfach so viel, wie ich kann hier. Ganz einfach. Frieden verhandeln. Es tut mir nicht weh, ihnen alles zu nehmen. So. Dann kann ich hier auf jeden Fall erstmal kernen. Und... Danach kann ich das hier alles auch noch erobern. Also ich kann wirklich einfach alles jetzt hier erobern. Dann habe ich die gesamte Krim hier noch, bis auf diesen kleinen Bereich. Irgendwas ist in Aachen. Was ist mit Lippe? Die machen wahrscheinlich immer noch Teilungen.
Ja, ich muss das einfach mal ein bisschen weiter beobachten. Ich möchte diese Tech haben, Leute. Ich möchte sie haben. Und zwar schnell. Boom. So, du kannst derweil mal wieder zurückmarschieren. Du kannst hier auch zurückmarschieren. Irgendwie haben die hier noch 7000 Mann, die frech werden wollten. Aber wenn wir Glück haben. Ah, es ist nur ein Durchbruch gewesen. Und leider keine prozentuale Steigerung. So, die Wu, da habe ich immer noch keine besseren Beziehungen, was ich ärgerlich finde. Okay. Also wenn ich jetzt hier gleich diese Festung habe, ist es sowieso egal, dass die hier rumlaufen, weil die können überhaupt nichts mehr bewirken. Wirklich nichts. Die sind absolut hoffnungslos hier, diese kleinen Dudes. Okay, die haben das hier besetzt. Witzig. Sie haben es echt geschafft, mit einer Kavallerie hier in Trapezunt eine winzige kleine Stelle zu erobern. In Griechenland. So, wir haben es. 99%. Mehr wird es nicht werden. Ich hole mir, wie gesagt, von dem hier alles. Das hier alles. Alles, alles, alles. Mehr alles kann man gar nicht machen. So. Dann kernen wir noch mehr. Okidoki. Ein Handelszentrum kann verbessert werden. Warum auch einmal das hier geht. Weiß ich nicht, aber ich kann es tun. Da winseln schon wieder welche um irgendwelche Bündnisse, die ich nicht bereit bin, ihnen zu geben. So, hier waren schon mal direkt ein paar weitere Rebellen, die haben wir sofort weggeklatscht. Also, das hier ist die Krim. Das hier sind immer noch Otto-Land. Otto, okay. Also, wir bewegen jetzt unsere Truppen tendenziell hier runter. Damit wir uns jetzt hier demnächst um die Ottos kümmern können. Denn wie gesagt, es macht keinen Sinn, es jetzt hier noch länger herauszuzögern. Wir brauchen diesen Platz jetzt hier. Was ist eine frühe Fregatte? Warum habe ich jetzt hier eine frühe Fregatte? Versenken bitte. Die habe ich wahrscheinlich bei einer der Verbesserungen, bei der Integrationen irgendwie wohl übernommen. Wie sieht es jetzt mit dir nochmal aus? Moment. Ja, die machen immer noch hier. Ich behalte ihn einfach drin, damit ich regelmäßig gucken kann bei Lippe. Anders geht es nicht. Hier brauchen wir nochmal einen weiteren General. Wie viele Generäle kann ich haben? Noch einen. Einer würde also noch gehen. Aber ich glaube, ich habe gar nicht so viele Armeen. Wie gesagt, die große Preisfrage ist, würde ich meine Armee dort, meine Flotte dorthin bekommen, ohne dass sie stirbt? Ich weiß es halt nicht. Es werden noch zwei Schiffe irgendwo hier gebaut. Genau hier werden sie noch gebaut. Also, wenn ich gegen die Venezianer antreten wollen würde. Nennen wir es mal schwierig. Nennen wir es einfach mal schwierig. Kann ich euch jetzt den Krieg erklären? Also, ich komme nicht drum rum. Venedig wäre mit dabei und Spanien möchte nicht. Ich würde aber ganz, ganz, ganz Spanien davon überzeugen, weil es wäre ideal. Warte mal. Wir haben maximales Vertrauen. Ich versuche die Beziehungen nochmal zu verbessern, die ich jetzt hier mit Venedig habe. Hole jetzt hier den hier zurück. Ein Bündnis mit Wu will ich ja immer noch haben. Jetzt sind wir wieder meilenweit davon weg. Tja, die haben uns auf neutral gestellt, diese Mistkekse. Sie haben zu viele diplomatische Beziehungen. Das ist der Hauptgrund. Das ist wieder mal bitter. Wir rufen mal wieder eine Versammlung ein.
mindestens eine Provinz. Das will ich nicht, nee. Zoroastrischer Glaube. Als ob ich das machen könnte. Die haben gerade saudumme Ansprüche. Tja, irgendwann mal werde ich da noch angreifen, aber jetzt nicht sofort. Die haben gerade ganz dumme Anforderungen, ich sag's euch. Okay, wir haben sau viel Geld. Ich mache das jetzt, ne? Einfach, damit ich noch mehr Gebiete gebaut habe. So, Wunderbärchen. Dann reduzieren wir erstmal wieder die Kosten für unsere Staaten. Denn wir wollen ja noch weiter erobern können. Und so schnell kann man 11.000 Gold versenken. Wie ihr gerade eben gesehen habt. So, dann, wie gesagt, die Ottos sind jetzt fällig. Nee, Quatsch, ich warte noch, bis ich die Spanier vielleicht habe. Ich warte noch ganz kurz. Vielleicht kriege ich die Spanier noch irgendwie wieder auf Spur, dass sie mitmachen. Allianz auf den Krieg eingreifen, Meinung reduzieren. Nee, das geht nicht. Militärzugang erbitten. Kartenteilung beantragen, Darlehen anbieten. Geschenk senden. Sag mal, wie wenig Wascha Isha habe ich denn? Hä? Ich habe doch mehr als 25. Ich habe 23. Ah, shit. Okay, es ist gar nicht so viel, was ich habe, ehrlich gesagt. Es rollt so weit nach oben. Ich habe 23,0005. Das ist überschaubar. So. Jetzt muss ich mal gucken, ob Spanien jetzt hier... es langsam aber sicher einsieht, dass sie in diesem Krieg mitmachen sollen. Ne, immer noch 66. Spanien hat auch immer noch Schulden. Ich kann ihnen ihre Schuldenübernahme anbieten. Sobald ich die Kohle habe. Was demnächst sein wird. Einen Monat noch warten, dann sind sie nicht mehr verschuldet. Und sind hoffentlich bereit, dann mitzumachen. Also warten wir diesen Monat noch ab. Oh Gott, ich bin schon wieder voll bei der Militech. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. What shall we do? Hier kann man nochmal mit 26 was machen. So, wunderbar. Und jetzt habe ich die Kohle. Also Spanien. Hier kommt Schulden übernehmen. Die sind selber eine Großmacht. Meinung reduzieren. Was ist, wenn ich dir jetzt einfach mal ein Geschenk sende? Dann wären die ab einem gewissen Punkt halt auch nicht mehr verschuldet. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich jetzt hier gerade eben habe, dass jetzt hier ihre Schulden zurückbezahlt haben. Jetzt wären sie dabei. Ausgezeichnet. Jetzt sind sie nicht mehr verschuldet. Jetzt muss ich bloß noch warten, bis das hier abgelaufen ist. Oh Gott, die sind wieder Rebellen erfolgreich gewesen. Ja, dann muss ich dich jetzt halt hier hochbewegen. Dann konvertierst du den hier noch. 4, 3, 2, 1, vorbei. Und jetzt können wir diesen Krieg erklären. Bitte mache mit. Ach, dann will Venedig plötzlich nicht mehr. Das ist drollig. Auf einmal möchte Venedig nicht mehr. Das finde ich schön. Haleb. Ich möchte um Haleb. Haleb, genau, Haleb. Darum kämpfen wir. Also, der Krieg wurde erklärt.
Ich finde es ehrlich gesagt sogar fast besser, wenn Venedig nicht mitmacht. So. Weil dann kann ich später Venedig nochmal zielgerichtet angreifen. So, Leute, marschiert. Können wir da automatisiert einen Krieg führen. Wie drollig, dass Venedig dann keinen Bock hat, wenn Spanien dabei ist. Ja, es liegt daran, dass es halt ein Bündnis mit Spanien hat. Also das hat mir gerade eben wirklich den Tag gerettet. Das ist sehr, sehr schön. Ja, sie wollen halt unbedingt ihr Spanien-Bündnis halten. Das Problem ist also, dass ich jetzt demnächst Spanien beeinflussen muss, das Bündnis mit Venedig aufzulösen. Nach diesem Krieg. Dieses Mal hat es mir noch sehr, sehr genützt. Dafür hole ich mir jetzt auch nochmal so viel Beziehung, wie ich nur den reindrücken kann. Okay, wir kommen hier spielend voran. So, jetzt hau den mal hier auf die Finger. Die hier muss ich auch noch kloppen. Moment. Ach, hier wird immer noch gekernt. Ja, ja, ja. Wie lange noch? Bis zum 1. Oktober. Händler besorgt über mangelnden Schutz. Ja, dann bekommt ihr ihn halt. Dann bekommt... Hä? Das hat immer noch verlängert. Ach so, weil wir... Hä, warum wird das immer noch verlängert? Ach so, deswegen, weil das Land als Kernprovinz gilt. Ja, okay, das macht Sinn. Es gilt als Kernprovinz von den Ottos und deswegen kann ich es nicht weiter kernen. Ja, das hat uns jetzt ein bisschen davon abgehalten. So, ihr geht jetzt allerdings hier fröhlich alle außenrum jetzt hier. Das Hauptziel ist nach wie vor eigentlich jetzt immer noch das hier. Sekundär werden wir dann da drüben losschlagen. Was willst du denn jetzt hier schon wieder? Meine Güte, Spiel, hör doch mal auf, mich zu nerven. Hier gibt noch so viel, was ich jetzt hier noch befreien und absichern muss. Mehr Konvertierungen, nice. Dann konvertieren wir hier mal weiter. Ich habe schon wieder so viel Geld. So, dann habe ich das jetzt hier gemacht. Die Börse ist jetzt, glaube ich, inzwischen möglich, ne? Die Börse, genau, ist inzwischen möglich. Und ich baue die Börse überall rein, wo sie mir noch lukrative, vielversprechende Geldmengen bietet. Diese vermaledeiten Rebellen hier. Auch hier sind natürlich Rebellen unterwegs. So, jetzt habe ich hier 120 Schiffe. Das Schlimme ist bloß, dass ich sie demnächst wahrscheinlich eher hier brauchen könnte. Auf der anderen Seite, ich habe die meisten Inseln schon. Kann man den Suezkanal irgendwann mal bauen? Das müsste doch eigentlich gehen irgendwann mal als Entscheidung. Aber wahrscheinlich erst aber einer gewissen Technologiestufe. Würde ich momentan... Oh Gott, ich bin schon wieder voll, was die Millimacht angeht. Bitte sag mir, dass ich irgendetwas belagere, wo ich was mit der Kanone zerschießen kann. Nein, kann ich nicht. Okay, dann halt nicht. Dann gucke ich mal, wo ich wieder günstig... hier genau, Truppen. So. Ich würde einiges... ausgegeben an Millimachtpunkten. Und ja, wie gesagt, ich werde das hier nicht vergünstigen. Das ist mir jetzt eigentlich relativ egal. Ja, es ist nicht auf maximale Effizienz gespielt. Das weiß ich selber auch. Es ist einfach, weil mir gerade eben der Klick zu blöde ist. Es ist einfach ein paar Mal zu oft gemacht. Okay,
Okay, der kann sogar hier stehen bleiben, das ist gut. Ja, das da oben übrigens lassen wir noch, das werden wir ignorieren. Ey, dieser Krieg könnte sehr, sehr schnell vorbei sein. Ajoran, Eyalet Mizir, oh, Malakka und Pahang. Leute, ich sehe zum ersten Mal die Möglichkeit, meine Flotte sinnvoll einzusetzen. Ich sehe hier eine ganz klare Möglichkeit. Oh, yes, yes. Oh Gott, jetzt bin ich auch bei der Admin-Macht drüber. Ihr könnt die Hegemonie beanspruchen? Oh! Tja, ich bin jetzt Hegemon. Hegemoniestatus verkündet. Wir haben uns selbst als Wirtschaftshegemonie ausgerufen. Wir sind uns sicher, dass wir alleine gegen den Rest der Welt und die dominierende Macht bestehen können. Wir werden Alexander und Genghis Khan übertreffen. Ja, also wie gesagt, Wirtschaftshegemonie auf jeden Fall. Das heißt also, wir haben jetzt weniger Kriegsmüdigkeit. Wir haben mehr Rekruten durch Söldner. Entwicklungskosten. Erhält in der Zeit, in der die Macht wächst, produzierte Güter Inland. Mehr Disziplin durch Söldner. Ja, Militär wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber ich bin zufrieden mit dieser Hegemonie. Ich bin wahrlich zufrieden. Wie gesagt, Wirtschaft, noch mehr Geld. Hau rein. Was könnte schöner sein? So, Spanien besetzt wieder was für uns. Okay. Dominanz im Papierhandel haben wir jetzt auch noch. Und finally konnte ich die Punkte sofort abbauen. Also ich musste sie dieses Mal gar nicht irgendwie sinnlos verbraten. So, aber ich wollte ja hier etwas machen. Und zwar, ich wollte jetzt hier mit einer 20er Armee. Also ich werde jetzt hier mal 10 Stück von euch darüber packen. Und 10 Kanonen. Genau, die hier wollte ich jetzt verschiffen. Und hier meinen Feinden einen Besuch abstatten. So wird meine Flotte am Ende doch noch einem sinnvollen Verwendungszweck zugeführt. So, und jetzt müssen wir halt irgendwie noch nach Ajoran. Oh, eine meiner Armeen ist hier bereits schon am Start. Die sind da schon reinmarschiert. Die waren sehr, sehr aufmerksam. Warum hat das noch keiner genommen? Manchmal verstehe ich es einfach nicht. Halt, warum läufst du jetzt außen rum? Bist du doof? Sie umgehen diese Typen da, statt denen einfach auf die Finger zu hauen. Was soll denn das? Das wirkt ja fast wie Absicht. Das wirkt fast wie Absicht vom Spiel. Also, meine Schiffe sind da. Dann nochmal gucken. Also, der Feind befindet sich eigentlich de facto hier. Dann werde ich sogar da hingehen mit meiner Flotte. Dann blockiere ich nämlich jetzt hier schon mal eine ganze Menge. Und ihr geht jetzt hier von Bord. Tja, ihr habt euch wohl so gedacht, dass ihr jetzt hier ohne weiteres mir permanent die Ottos madig machen könnt. Aber jetzt komme ich einfach mal vorbei und werde euch einfach zu Vasallen machen. Freunde. So sieht's aus. Das sind 40.000. Okay, ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Es könnte sein, dass es hier für diese Armee hier der Tod ist. Aber wir werden es herausfinden. Shit, die haben keinen Anführer. Warum haben die keinen Anführer? Sie werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Es sei denn, meine Männer haben einen absurd guten Tag. Die Herrschaft Gottes. Von einem Sterblichen regiert zu werden, der mit Göttlichkeit gesegnet ist, ist ein Vorteil, der nur wenigen vergönnt ist. Wer weiß, wie das ist, wird uns gern im Kampf gegen unsere verdorbenen Feinde helfen.
Mehr Moral und mehr Disziplin. Kommt gerade zur rechten Zeit. Okay, 16.000 Mann machen eine Schiffsentsatzung hier jetzt gegen 45.000. Kernprovinz Sofia. Oh. Habe ich einfach mal so bekommen. Und jetzt muss ich mal gucken, wie diese Schlacht da drüben läuft. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Sie sind noch gar nicht von Bord gegangen. Die Mobeden verlieren Macht. Okay, okay, okay. Also wenn ich mehr Leute gehabt hätte, hätte ich es geschafft. Verdammt, die gehen alle drauf. Die sind alle drauf gegangen. Okay. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass das so nicht läuft. Das ist ärgerlich. Ich muss also dieses Schiff jetzt hier zurückholen und ich brauche einfach die Möglichkeit, mit ganzen Armeen abzusitzen. Mit ganzen Armeen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ja, dann habe ich nämlich dann die 44 erreicht damit. Eine weitere Konvertierung. Ein weiteres Großprojekt. Ja, dann mach mal hinne. Und fertig ist es. Tada! Erledigt. Oh, ich bin am Überlegen, ob ich hier auf die Krim noch eine Festung packen sollte. Na, das machen wir später. Also, wie gesagt, die Ottos sind fertig. Hier sind wir noch nicht ganz fertig. Und wie gesagt, die Typen hier nerven einfach nur. Und zwar wie Sau. Ich hasse alles an ihnen. So, dann musst du noch schnell hier hin. Sind meine Schiffe schon wieder da? Nee, sie sind noch nicht da. Sie sind gerade auf dem Rückweg. Alles ätzend, ich sag's euch. Also, ich muss jetzt hier auch wieder Truppen reinholen. Dass wir jetzt hier wieder auf die 20 überall kommen. Holen wir uns also die hier schnell mal ran. Wir haben jetzt 67. Auf einmal habe ich 67? Interessant. Weil ich das hier gerade eben nicht benutzt habe. Jetzt kann ich also theoretisch diese diplomatische Aktion verwenden, aber ich werde mir gerade eben erstmal nicht die Finger damit schmutzig machen. Das sind auch Ottos? Nee, das sind sie nicht. Ja, die haben halt sehr, sehr viel da unten, die Formale dann Anjuran-Typen. Warte mal, wenn ich Anjuran aus diesem Krieg rausbewegen kann. Wie gesagt, bei denen wäre ich ja mit dem weißen Frieden glücklich. Ich gebe zu, dass ich da komplett mit dem weißen Frieden happy wäre. Mehr wollen wir gar nicht von denen. Weil die machen halt, glaube ich, den größten Puffer aus für die Ottos. Gott, haben die hier viele Festungen. Überraschend große Heere. Also. Wir sehen jetzt zu, dass diese Flotte hier... Oh, die hat auch keinen Anführer mehr. Witzig. Immer wenn ich einen Admiral brauche, ist er tot. So, besetzt jetzt hier mal endlich diese... Sag mal, wo kommen denn die alle noch her? Nervige Kleinstarmeen. Super nervige Kleinstarmeen.
Und wir haben ein ausgezeichnetes Rekrutenjahr. Sehr gut. Habt ihr jetzt endlich die Schnauze voll? Ja, komm. Ich verlange Plünderung der Hauptstadt und Kriegsreparationen. Dann ist der weg und jetzt stehen wir immerhin schon mal bei 70%. Jetzt stehen wir bei 70%, Leute. Jetzt muss ich bloß noch die anderen hier rauskriegen. Aber die werden leider nicht so leicht zu überzeugen sein, befürchte ich. Nee, kein Stück. Ich guck mal gerade eben, ob die Ottos trotzdem bereit wären, ihren Scheiß aufzugeben, jetzt hier am Ende dieser Folge. Also, ich gucke noch mal ganz genau hin, damit ich auch ja keinen Fehler mache. Also wie gesagt, hier muss ich später noch ein Gebäude bauen. Aber hier geht gerade eben noch nichts. Moment, Moment, Moment. Nee, das ist es auch nicht. Das war weiter oben wieder. Genau, Unterwerfung von Ägypten. Also ich kann hier eine Menge mit Ägypten machen. Und was war das andere? Ich glaube, ich muss nur noch Ägypten machen, ne? Es sieht so aus, als ob es nur noch der das hier wäre. Ja, das wird auch im Grunde reichen. So, neue Kanonen sind möglich. Also dann beenden wir jetzt diesen Krieg, vorausgesetzt, ich bekomme alles, was ich will. Ich brauche dafür eigentlich nur noch eins. Das ist eigentlich lustig. Ich habe den falschen angeklickt. Also ich verlange jetzt einfach mal all das hier. So. Die sind wirklich bereit, eine Menge abzutreten. Ja, die geben eine Menge her. Es kostet mich fast nichts mehr, das einfach alles jetzt zu schnabulieren. Ja, ganz im Ernst, dann gebe ich das hier noch zurück und das hier und dann bin ich glücklich. Das reicht völlig aus. Jo. Damit haben wir eine ganze Menge noch erreicht, Freunde. Erstmal wird jetzt hier noch gekernt, ne? Dann können wir in der nächsten Folge nämlich wieder aus den Vollen schöpfen. Uiuiuiuiuiui. Ja, wir sind jetzt wirklich im Zeitalter des ganz, ganz großen Korens angekommen, Freunde. Also, und damit ist jetzt auch die Mission Unterwerft Ägypten abgeschlossen. Neue Adelstandsprivileg, mamelukische Verwaltung tritt in Kraft. Sorgt dafür, dass ich Regierungslimit-Modifikator plus 10% habe. Das ist was Geiles. Loyalitätsgleichgewicht Adel geht nach oben, Adelseinfluss geht hoch und maximale Privilegien für den Adel. So, mamelukische Verwaltung, wir lesen es vor. Die Verwaltung Ägyptens ist der Verwaltung der Ayyubiden nachempfunden und wird selbst lange, nachdem die Mamelucken Ägypten übernommen haben, weiter fortgeführt. Obwohl das Schicksal die Unterwerfung der Mamelucken vorgesehen hatte, könnte sich ihre Fähigkeit als Verwalter als nützlich erweisen, sobald sie Teil der Verwaltung unserer Aristokratie sind. Nice. Jetzt kommen wir als nächstes dann halt jetzt hier auf Griechenland noch zu sprechen. Das Problem ist bloß, dafür müsste ich dann jetzt halt erstmal den Ottos nochmal den Krieg erklären. Aber das werden wir nicht so schnell hinbekommen. Und ich gucke jetzt hier gerade noch beim Adel, ne? Die Ayyubiden, also hier diese mamelukische Verwaltung. Einfluss, das ist aber in Ordnung. Packen wir hier rein. Dann haben wir jetzt das Loyalitätsgleichgewicht bei 73,6. Das ist super, Leute. Das ist absolut super. Und beim nächsten Mal müssen wir jetzt mal gucken, dass meine Armeen hier irgendwie nach Hause kommen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.